Und wir blicken jetzt auf die Börse. Stefan Wolf in Frankfurt. Heute kommen die neuen Zahlen zur Teuerungsrate. Was erwartet man da? Nun, die ganz große Frage wird natürlich sein, wird die Teuerungsrate im August über die Marke von 8% steigen oder wird sie es nicht tun? Es gibt die ersten Zahlen aus einzelnen Bundesländern, die hier so langsam aber sicher reintickern und die nicht unbedingt Gutes verheißen. So ist die Inflation in Bayern auf 8,4% gestiegen. In Nordrhein-Westfalen liegt sie bei 8,1% und in Hessen bei 8,0%. In einigen östlichen Bundesländern allerdings unter der Marke von 8%. Und im Vorfeld hatten Statistikerinnen und Statistiker angegeben, dass sie mit einer Inflationsrate von etwa 7,8% rechnen. Ganz dick gekommen soll es ja dann im Herbst. Dann fallen ja das 9-Euro-Ticket weg und auch der Tankrabatt. Und das könnte dann nach Schätzungen der Bundesbank die Inflationsrate über die Marke von 10% treiben. Egal, wie es heute kommt, es scheint schon in den Kursen drin zu sein. Der deutsche Aktienindex jedenfalls steigt um 245 Punkte oder 1,9% auf 13.138 Punkte, hängt aber vor allen Dingen mit den heftigen Verlusten vor und kurz nach dem Wochenende zusammen. Stefan Wolf, vielen Dank. So sieht die schöne Seite dieses Sommers aus. Badevergnügen und eine Rekordsonnenscheindauer von 817 Stunden, so viel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung vor 70 Jahren. Und so sieht die Kehrseite aus. Vertrocknete Wiesen und Felder, ausgedörrte Wälder und Niedrigwasser in den Flüssen. Denn dieser Sommer war laut Bilanz des Deutschen Wetterdienstes auch besonders heiß und trocken. Sie stand diesen Sommer im Mittelpunkt. Noch nie gab es so viele Sonnenstunden seit Aufzeichnungsbeginn 1951. Bundesweit waren es von Juni bis Ende August mehr als 800 Stunden. Bei der Temperatur liegen wir auf Platz 2, da bleibt 2003 der heißeste Sommer. Bei der Trockenheit war es extrem. Wir haben zwar deutschlandweit nicht den trockensten Sommer, aber vor allem im Westen Deutschlands, in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland war es noch nie so trocken wie in diesem Jahr. Zu heiß und zu trocken. In Frankfurt am Main gab es im August einen neuen Hitzetagerekord und in Hamburg wurde erstmals die 40-Grad-Marke geknackt. Die langanhaltende Trockenheit, sie hatte teils dramatische Folgen. Extremes Niedrigwasser im Rhein und zahlreiche Waldbrände, wie hier in Brandenburg. Der Waldbrandgefahrenindex war noch nie so oft auf der höchsten Stufe wie dieses Jahr. Das ist natürlich der Trockenheit geschuldet, dieser Dürre. Und da müssen wir auch in Zukunft damit rechnen, dass die Niederschläge im Sommer eher weniger werden und damit auch das Dürreproblem und natürlich auch Waldbrände ein Problem werden, mit dem wir uns häufiger beschäftigen müssen. Beim Deutschen Wetterdienst sieht man eine eindeutige Tendenz. Der Sommer 2022 zeigt, dass wir mitten in der Klimaerwärmung leben. Denn solche Sommer werden häufiger werden. Mit Hitzewellen, mit Dürreperioden, unterbrochen durch Starkniederschläge, die dann auch Überschwemmungen bringen können. Das ist ein Szenario, auf das müssen wir uns verstärkt einstellen. In Zukunft werden wir uns wohl also an solche Bilder gewöhnen müssen. Und auch dieser Sommer geht langsam zu Ende. So verspricht das Wetter mehr Wolken als Sonne. Hier sind die Aussichten. Heute vom Norden bis in den Osten einige Schauer. Am Nachmittag bilden sich im Südwesten Quellwolken. Von der Eifel bis zur Schwäbischen Alb gibt es gegen Abend erste Schauer und Gewitter. In der Nacht gehen von der Eifel über Rheinland-Pfalz bis Baden-Württemberg Schauer und Gewitter nieder. Mancherorts bildet sich Nebel. Die Tagestemperaturen 19 Grad auf Rügen, 30 am Oberrhein. Im Laufe der Nacht kühlt die Luft auf 18 bis 6 Grad ab.